Um euch die Durchführung zu erleichtern, hier einige Tipps von eurem Orga-TV-Team. Zunächst müsst ihr euch bei dem Unternehmen, bei dem ihr euch bewerben wollt, registrieren. Hierzu müsst ihr Vorname, Nachname, Adresse und E-Mail-Adresse angeben sowie ein Passwort erstellen. Natürlich dürfen auch die persönlichen Daten nicht fehlen. Im nächsten Schritt wird die bisherige Ausbildung angegeben, wie Schule, Hochschule etc. All the shark has pretty dear, and he shows them a pearly white. Daraufhin folgt die Berufserfahrung. Hierzu zählen beispielsweise Ausbildung, Praktika, Festanstellungen und so weiter. Nachdem ihr diese Schritte ausgeführt habt, werden die Qualifikationen abgefragt. Hierzu zählen unter anderem EDV-Kenntnisse, Sprachkenntnisse oder SAP-Kenntnisse. Zu jeder Bewerbung gehört natürlich auch ein Anschreiben. Hier habt ihr die Möglichkeit hervorzuheben, warum gerade ihr für die Stelle in Frage kommt. Wichtig ist hierbei, sich mit dem Unternehmen und der Stelle im Vorhinein auseinanderzusetzen. Oft wird bereits in der Stellenausschreibung ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin angegeben. Das Anschreiben sollte sich dann auch an die jeweilige Person richten. Auch auf die Ausdrucksweise sowie die Rechtschreibung sollte hierbei geachtet werden. Im folgenden Schritt habt ihr dann die Möglichkeit, die Anlagen wie Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitszeugnisse, Teilnahmebescheinigungen und so weiter hochzuladen. Falls das Unternehmen noch sonstige Fragen hat, solltet ihr diese im Fragebogen beantworten. Nachdem ihr diese Schritte bearbeitet habt, könnt ihr noch einmal die Online-Bewerbung überprüfen und im Nachgang abschicken. Für gewöhnlich werdet ihr dann direkt über den Erhalt der Bewerbung informiert und wenn alles gut geht, werdet ihr hoffentlich schon bald von dem Unternehmen hören. Viel Erfolg!